Aber was heißt denn das O in NATO? Das heißt Organisation. Und ist jetzt ein Angriffskrieg nicht kriminell oder was? Es ist also eine kriminelle Vereinigung. Und wenn das so weitergeht mit den Angriffskriegen der USA, wird Deutschland auch irgendwann sagen, wir wollen aus der NATO raus. Weil, wie gesagt, wir dürfen nach dem Grundgesetz ja gar nicht Mitglied einer organisierten Kriminalität oder einer kriminellen Vereinigung sein. Wir dürfen ja auch keine kriminelle Vereinigung unterstützen. Das ist uns ja nach dem Gesetz gar nicht erlaubt. Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Heute freue ich mich, euch einen weiteren wirklich spannenden Gast präsentieren zu dürfen. Und zwar war er Major der Bundeswehr und hat damals für Schlagzeilen gesorgt, als er sich verweigerte, am Irakkrieg mitzuwirken. Ich begrüße ganz herzlich den Major AD der Bundeswehr, Florian Pfaff. Hallo Herr Pfaff. Hallo Herr von Witzleben, allerdings muss ich gleich korrigieren, also die Schlagzeilen hätte ich gerne gehabt, man hat das natürlich in den Medien unterdrückt, da kam gar nichts. Ja, ich habe jetzt rückblickend doch ein paar Artikel gefunden aus jener Zeit, es war übersichtlich, aber zum Beispiel von der Taz, die hatte damals noch drüber berichtet, aber da können wir dann ja auch gleich drauf eingehen, aber bevor wir dann auch über die mediale Berichterstattung jetzt im Zuge der geopolitischen Umbrüche zu sprechen kommen, möchte ich Sie einmal in wenigen Worten vorstellen. Sie haben Ende der 70er Jahre Pädagogik an der Universität der Bundeswehr in München studiert, damals noch mit Fokus auf Lerntheorien. Sie haben sich dann daraufhin verpflichten lassen und sind Berufssoldat geworden und sind damals auch aufgestiegen bis zum Rang des Majors. Ihre Tätigkeit fand dann damals ein jähes Ende, als Sie 2003 sich verweigerten, am Irakkrieg teilzunehmen. Sie wurden daraufhin in die Psychiatrie gesteckt und Ihre Position wurde Ihnen aberkannt. Sie sind heute, Herr Pfaff, sind Sie Sprecher des Arbeitskreises Darmstädter Signal. Das ist ein Zusammenschluss von ehemaligen Offizieren und Beschäftigten der Bundeswehr. Und Aktiven. Und Aktiven auch, ganz richtig. Ja, Herr Pfaff, vielleicht mal zu Beginn. Warum haben Sie sich damals eigentlich zum Dienst bei der Bundeswehr verpflichtet? Na gut, ich fange mal vorne an. 1976 bin ich ja nicht eingetreten, sondern getreten worden. Also da gab es ja die Wehrpflicht. Und da musste ich mich natürlich verpflichten, wenn ich später Berufssoldat werden wollte. Und auch für das Studium kann man also nicht als Wehrpflichtiger dahin. Da habe ich mich also erst verpflichtet, aber erst in der Grundausbildung. Und der Grund war einfach, weil ich musste ja irgendeinen Beruf ergreifen. Da habe ich mir überlegt, Polizei oder Lehrer oder eben auch Soldat. Nur hatte ich von meinem Bruder nicht so gute Dinge gehört, deswegen wollte ich mir das erst anschauen. Ich habe mich also nicht vorher verpflichtet, sondern erst, nachdem ich eingezogen war. Und ich hatte sehr gute Vorgesetzte. Damals haben wir noch gelernt, Soldaten müssen nicht töten, Soldaten dürfen gar nicht töten. Hat mich ein bisschen verblüfft, wieso denn nicht töten? Ja, hat man gesagt, wenn man den Angriff abwehren kann, indem man nur auf die Beine schießt zum Beispiel, dann darf man gar nicht töten. Dann haben wir natürlich Witze gemacht, ne? Stirnbein, Brustbein, Schläfenbein, Jochbein, alles Mögliche, aber nicht die anderen Beine. Und nachdem ich gute Vorgesetzte hatte, habe ich gesagt, das ist genau das Richtige in diesen Zeiten. Damals ging es ja um die Existenz der Welt. Es war ja Kalter Krieg und es drohte ja sogar Atomkrieg. Da habe ich gesagt, den Frieden sichern ist ja sicher wichtiger, als ein paar Kriminelle davon abhalten oder den Schülern beibringen, dass sie für den Frieden sein müssen. Also dieser Entschluss in der Bundeswehr zu dienen, der war damals ja nichts Böses, das war ja damals keine Angriffsarmee, da ging es ja wirklich nur um Verteidigung und wir haben auch nur den Igel geklebt, also ich bereue die Entscheidung nicht. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews. Ja, und Sie haben dann im Jahr 2003 nach Ausbruch des Irakkrieges Ihren Vorgesetzten mitgeteilt, dass Sie die Aufträge, die Sie als Major damals hatten, nicht durchführen können, weil Sie sich sonst strafbar machen würden.
Darf ich da auch wieder gleich ja, reingehen? Ja, gerne. Auch das ist so nicht ganz richtig. Ich hatte denen ja nicht gesagt, dass ich als Major die Tätigkeit, die ich da ausübe, nicht ausüben kann. Sie haben gesagt, dass sie sich sonst strafbar machen würden. Ja, ich hatte denen gesagt, ich mache mich oder würde mich strafbar machen, wenn ich jetzt den Befehlen, die ich bekommen habe, entsprechen würde, wenn ich die befolgen würde. Der Befehl lautete, ich soll gar nicht mehr prüfen, ob ich an solchen Dingen beteiligt bin. In meinen Augen war ich unbeteiligt, das habe ich denen gesagt. Ich habe gesagt, mein Hauptauftrag kann ich weiter ausführen. Aber ich würde den Befehl verweigern oder den Gehorsam verweigern, die Befehle nicht weitergeben, wenn ich denn mitbekommen würde, dass ich da persönlich auch am Krieg beteiligt bin. Und meine Vorgesetzten waren es, die das Urteil und die Eskalation wollten. Die haben gesagt, nein, Sie sind jetzt schon mit Ihrem Hauptauftrag auch beteiligt und haben mir das nachgewiesen, worin meine Beteiligung liegt. Und dann erst habe ich gesagt, okay, dann kann ich den Hauptauftrag auch nicht ausführen. Dann würde ich mich auch damit strafbar machen. Und nicht nur strafbar, sondern ich würde auch als Christ mitmorden. Ich wäre an Mord beteiligt. Das geht natürlich nicht. Nehmen Sie uns doch noch mal mit in diese Zeit. Ich denke, für viele Zuhörer ist gar nicht mehr klar, was damals geschehen ist. Das Jahr 2003, der Irakkrieg bricht aus. Das Ganze fand damals im Kontext des Krieg gegen des Terrors statt. Wir erinnern uns nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Sie haben jetzt gerade ausgeführt, Sie sind damals eigentlich in die Bundeswehr eingetreten oder haben sich verpflichten lassen, weil Sie der Ansicht waren, dass Sie dort etwas Gutes machen, dass Sie einer Verteidigungsarmee dienen. Und dann kommt auf einmal dieser Irakkrieg. War das damals ein Schock für Sie? Um ehrlich zu sein, war der Schock gar nicht mehr so groß, weil vorher hatte die Bundeswehr ja schon zwei weitere Dinge getan, die nicht ganz in meinem Interesse lagen. Das erste war, 1999 hat die Bundeswehr ja schon zusammen mit der kompletten NATO einen Angriffskrieg durchgeführt. Und das war mir zu diesem Zeitpunkt dann klar. 99 war mir das noch nicht klar, weil da wurde ja das Deckmäntelchen drumherum gehängt. Da wurde ja gesagt, wir machen da gar nichts Böses, da geht's nur gegen KZs. Und Hufeisenplan und was alles gesagt wurde. Und Kosovo-Krieg. Genau, Kosovo-Krieg 99. Und das war Fischer damals, glaube ich. Genau, Joschka Fischer war der Außenminister. Und dass das gelogen war, das habe ich vom General Dr. Logwey in Berlin dann erfahren. Und ich habe natürlich dann auch angefangen, im Internet zu recherchieren und habe festgestellt, diese Bilder sind alle gelogen. Was man da gesehen hat, diese KZs, da war in Wahrheit der Fotograf innen in so einem Bauhof oder was das war. Und die Gefangenen waren außen, also man hat das konstruiert. Und damals wusste ich aber noch nicht, dass das über 100 PR-Verträge waren, die man da abgeschlossen hat. Wie ja dann auch im Zweiten Golfkrieg Hill & Knowlton die Brutkastenlüge erfunden hat. Das heißt also, das war sehr segensreich für mich, dass ich mitbekommen habe, ich wurde damals bereits missbraucht. Da hatte ich zwar jetzt keine größere Rolle in dem Krieg, aber da hätte ich damals auch das Gleiche gesagt. Wenn ich glaube, dass ich persönlich dort betroffen bin, dann würde ich den Gehorsam verweigern. Das war, wie gesagt, also 1999 noch nicht der Fall, weil da dieses Deckmäntelchen drumherum hing, wir tun was Gutes. Und 2001 war ja Afghanistan der Angriff. Auch den halte ich jetzt im Rückblick nicht für legal. Nach 20 Jahren hat man auch gesehen, dass es gar nichts gebracht hat. Aber auch da wurde ja gesagt, wir sind völlig unbeteiligt, wir machen da nichts. Die Bösen sind die Amerikaner, wir machen nur Schulen bauen und Brunnen bohren. Na gut, und wenn jemand eine Schule bohrt oder einen Brunnen baut oder wie auch immer man das verdrehen mag, dagegen ist ja nichts zu sagen. Aber im Irakkrieg war die Lage eine andere, und zwar von vornherein, weil ja einen Tag vor Beginn des Irakkriegs 2003 im Fernsehen bei uns veröffentlicht wurde, ein Völkerrechtler, der gesagt hat, wenn dieser Krieg losgeht, dann ist das ein klarer Fall eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs. Also da gab es keinen Zweifel mehr und da musste ich nicht überlegen, ob ich jetzt beteiligt sein könnte. Deswegen habe ich den Vorgesetzten gesagt, das ist für mich ein klarer Fall eines Völkerrechtsbruchs, wie ich es gehört habe im Fernsehen. Naja, und dann kommt man natürlich erstmal in die Klapsmühle eine Woche. Ist das so normal, dass man dann in die Psychiatrie gesteckt wird? Also Sie stellen das jetzt so hin, wie als sei das das Normalste der Welt, wenn man in einer liberalen Demokratie, auch wenn man Teil des Heeres ist, der Bundeswehr, dass man dann, sollte man doch denken, dass man noch das Recht hat, die getroffenen Entscheidungen zu kritisieren und zu hinterfragen.
Und dass man dafür nicht gleich in die Psychiatrie gesteckt wird, also so normal würde ich erstmal sagen, ist das nicht, oder? Also mir war das ja bekannt vom Kommunismus. In kommunistischen Ländern hat man mir erzählt, sei das ganz normal, wenn einer ein Dissident ist, dann kommt er erstmal in die Klapsmühle, um zu schauen, ob er denn nicht weiß, wer hier die Macht hat. Ich habe denen ja klar gemacht, dass ich in keiner Weise mitmachen würde. Und ich sage mal so, ich verstehe diese Leute, dass sie sagen, jetzt schicken wir den erstmal in die Klapsmühle, weil dann hat er ja die Chance, dass er ohne Strafe davonkommt. Und die Leute wollten mich ja bestrafen. Die wollten ja, dass ich ins Gefängnis wandle. Die wollten mich ja unehrenhaft entlassen und degradieren. Und dann ist das unter dem Gesichtspunkt der Fürsorge immer noch besser, dass einer vielleicht eben nicht zurechnungsfähig ist, wenn er für Frieden ist. Natürlich glaube ich, dass das, was die in dieser Fachuntersuchungsstelle FU6 festgestellt haben, völlig richtig ist, dass der für den Frieden Eintritt normal ist und dass der, der Angriffskriege sich wünscht, abnormal ist. Mhm. Also deswegen habe ich so gelächelt, weil ich sage, es ist ja heute Standard, dass wir für den Krieg sein müssen und nicht mehr für den Frieden sein dürfen. Und deswegen habe ich das so suffisant dargestellt. Es ist doch pervers, dass wir heute vielleicht gefallene Engel aus der Hölle genannt werden, nur weil wir für den Frieden sind. Oder dass ich Nazi genannt werde, wo ich gegen diese Nazis bin, Bandera und Co. und auch gegen einen Herrn Melnik, der Blumen am Grab von Bandera niedergelegt hat. Also die Maßstäbe sind hier einfach 180 Grad umgedreht. Unsere Außenministerin würde wahrscheinlich sagen 360 Grad umgedreht. Aber lassen wir mal die Außenministerin aus dem Spiel. Also das ist leider Gottes mittlerweile Stand der Technik, dass man die verteufelt, die für den Frieden sind. Und der kann ja nicht ganz normal sein, wenn der nicht weiß, wer hier die Macht hat. Aber können Sie noch mal für unsere Zuschauer etwas genauer ausführen, wie es denn kam, dass man sie einfach in die Psychiatrie gebracht hat? Weil das ist jetzt ja kein Vorgang, der alltäglich ist. Ich habe denen klar gesagt, ich werde keinen Finger rühren für diesen Krieg. Und dann gab es ein Gespräch mit dem Truppenarzt. Da habe ich gebeten, dass der Pfarrer mit teilnimmt. Und da ging es auch um die Frage, was denn zulässig wäre, ob man da jetzt Widerstand dagegen leisten darf. Und dann habe ich das Recht bejaht. Das Recht auf Widerstand habe ich bejaht. Ich habe gesagt, ich werde jetzt zwar keine Terroranschläge machen, aber ich habe denen zum Beispiel gesagt, wenn jetzt eine Krankheit ausbricht oder so, das hielte ich für absolut in Ordnung. Ja, und der Truppenarzt fand das nicht so in Ordnung, dass ich der Meinung war, der Krieg darf nicht sein und es gibt ein Recht, sich gegen den Krieg zu stellen. Dann ist er persönlich mitgefahren ins Krankenhaus. Also der war dann mit dabei auf der Hinfahrt und haben uns noch lange unterhalten. Jetzt sagen Sie, Deutschland sei damals ein Stück weit auch mit Kriegspartei gewesen, 2003. Offiziell war die Position, aber Deutschland ist neutral in diesem Krieg. Damals unter Schröder und Joschka Fischer wollte man sich nicht direkt beteiligen. Sie kam ja aber zu dem Schluss, dass Deutschland sich auch beteiligt. Und Sie waren ja immerhin damals auch Major der Bundeswehr. Das heißt, Sie hatten auch Einblicke. Also können Sie das belegen, warum Deutschland nicht neutral war in dieser Auseinandersetzung? Na gut, warum wir nicht neutral waren, ist, weil die USA das von uns erwartet haben. Also ich habe später auch mit Leuten mich unterhalten, die erzählt haben, dass die USA gedroht haben, wenn wir jetzt nicht mitmachen, dann werden sogar die medizinischen Programme boykottiert. Also wir hätten mit den Amerikanern nicht zusammen weiter forschen können. Wie gesagt, im Gesundheitsbereich, also hat mit Krieg ja gar nichts zu tun. Selbst das hätten die Amerikaner eingestellt. Und mir war damals schon klar, dass nur die Medien verkünden, dass wir nicht beteiligt sind. In Wahrheit waren wir selbstverständlich beteiligt. Wir haben zum Beispiel etwa 4.000 bis 5.000 Soldaten eingesetzt, um die US-Kasernen zu bewachen. Es wurde ganz offiziell zugegeben, das habe ich auch damals gewusst, dass wir logistische Hilfe anbieten. Und logistische Hilfe ist nun mal von den Socken bis zur Bombe alles. Also wir haben mit Sicherheit hier die USA unterstützt und wäre das nicht so gewesen, hätten die sich auch nicht bedankt. Es war also nur die typische Medienlüge. Deutschland hält sich da raus. Wir haben es überhaupt nicht rausgehalten. Im Nachhinein konnte ich das sogar bestätigen. Ich habe einen Kameraden getroffen hinterher, der mit seinem Panzer direkt an der Grenze zum Irak eingesetzt war. Also wir waren auch mit Panzern dort unten an der Grenze zum Irak. Das heißt, wir waren damals schon Kriegspartei, würden wir so weit gehen? Ja. Selbstverständlich waren wir. So wie wir jetzt in der Ukraine auch Kriegspartei sind, waren wir im Irakkrieg. Bei der Ukraine ist das schwieriger. Kriegspartei ist man ja nur, wenn man entweder den Krieg erklärt, so wie das unsere Außenministerin ja behauptet hat. Aber zum Glück wird die nicht ernst genommen.
Oder wenn man eben etwas tut, was die Gegenseite als Kriegsbeteiligung empfindet. Also wir haben den sicheren Bereich der Nichtbeteiligung verlassen. Das hat ja auch der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages festgestellt, dass man den verlässt, wenn man Waffen liefert und die Soldaten darin ausbildet. Auf deutschem Boden wohlgemerkt? Auf deutschem Boden und teilweise sind die ja auch in der Ukraine ausgebildet worden, ja. Sowohl als auch so. Und wenn man jetzt diesen sicheren Bereich verlässt, heißt das noch nicht zwingend, dass man im Krieg ist, denn wenn die Gegenseite sagt, das ist noch so gering, dass wir euch nicht als Kriegspartei ansehen, dann ist man de facto noch nicht im Krieg. Unser Kanzler Scholz hat ja gesagt, er versucht, ich nenne das jetzt mal mit meinen Worten, auf der richtigen Seite der Rasierklinge zu bleiben. Der Ritt auf der Rasierklinge ist ja, auf der einen Seite will man Waffen liefern, auf der anderen Seite nur so viel, dass man nicht als Kriegspartei angesehen wird. Und er hat gesagt, vertrauen Sie mir, ich werde schauen, dass Deutschland nicht Kriegspartei wird, beziehungsweise als solche angesehen wird. Das heißt, die Frage, ob wir Kriegspartei sind, müsste man jetzt Putin stellen. Denn wir haben alles getan, um den sicheren Bereich zu verlassen. Und wie viel da an Waffen geliefert wird und an Ausbildung, das kommt darauf an, ob man das jetzt als schon schlimm genug bewertet. Das können wir nicht mehr bewerten. Wir haben die Voraussetzung geschaffen, dass Putin sagen kann, völlig zu Recht sagen könnte, ihr seid jetzt Kriegspartei. Ja. Für Putin wäre das wahrscheinlich eine rhetorische Frage. Wenn Sie ihn im Kreml in Moskau stellen würden. Ich weiß es nicht. Würde Sie wahrscheinlich anlächeln und sagen, selbstverständlich ist Deutschland und der kollektive Westen Kriegspartei. Ich nehme schon an, dass er sagt, ja, er will aber auf der anderen Seite auch keine Eskalation. Also wird er nicht offiziell sagen, ihr werdet jetzt bekämpft. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch Kriegspartei werden, indem die Kampfhandlungen losgehen. Also zum Beispiel, was die USA gemacht haben, dass sie allein schon gedroht haben, dass sie unsere Pipeline in die Luft sprengen, war ja Völkerrechtsbruch. Und wenn man dann auch noch weiß, tatsächlich weiß, wie das geht, ganz egal, ob mit irgendeinem Segelschiffchen oder ob, wie Simon Hirsch gesagt hat, mit den Norwegern, das spielt keine Rolle. Die USA haben diese Pipeline in die Luft sprengen lassen, haben das gewusst oder selber auch mitgemacht. Und dann sind wir jetzt Kriegspartei gegen die USA. Also dort sind wir im Krieg mit den USA. Auch wenn unsere Regierung das jetzt wieder herunterspielt und sagt, wir wollen jetzt keinen Krieg mit den USA anfangen. Das ist praktisch umgekehrt. Wir sind also, wenn Sie so wollen, zweimal eine halbe Kriegspartei. Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, Sie hatten damals als Major der Bundeswehr, wenn man so will, drei völkerrechtswidrige Kriege erlebt. Kosovo, Afghanistan und Irak, wo Sie dann gesagt haben, hier ist meine rote Linie überschritten. Genau. Die rote Linie, die soll es ja heutzutage unter Herrn Scholz nicht mehr geben. Die gibt es bei Ihnen schon. Sie haben damals gesagt, da bin ich raus, da mache ich nicht mit. Wenn Sie jetzt mal diese Zeit miteinander vergleichen, diese Zeit des Kosovo, Afghanistan und Irakkrieges mit der Gegenwart. Welche Unterschiede machen Sie denn da fest? Na gut, also der Angriff gegen den Irak war ein klares völkerrechtliches Delikt, an dem wir, Bundesrepublik Deutschland, mit Sicherheit beteiligt waren. Während Ukraine-Krieg ist jetzt nicht so klar, wie da die Vorgeschichte genau gelaufen ist. Die muss man ja mit berücksichtigen. Die Ukrainer haben ja den Krieg angefangen. Die Amerikaner haben ja 2014 die Ukraine bedient oder sogar gewollt, dass dieser Umsturz stattfindet. Sprich, Frau Nuland, fuck the EU-Telefonat, da war ja schon gewollt, dass die Ukraine den Kurs wechselt. Also das war schon Völkerrechtsbruch. Und sowas gab es ja vor dem Irak nicht. Saddam Hussein hat damit nichts gedroht, gar nichts. Dann das Zweite war, dass die Ukraine ja zwischen 2014 und 2022 ungefähr 14.000 Menschen umgebracht hat. Ethnische Russen, aber nur Ukrainer. Das heißt also, es war Bürgerkrieg. Auch illegal. Man darf auch keinen Bürgerkrieg anfangen. Also diese Demokratisierung der Russen da in Donetsk und Lugansk war natürlich auch Völkerrechtsbruch. Und dann kam es ja erst zum großen Krieg. Auch den hat die Ukraine angefangen, wenn man sich die OSZE-Berichte anschaut, wie die Artilleriebeschüsse da hochgegangen sind. Das war ja ungefähr eine Woche vor dem Einmarsch der Russen, hat ja die Ukraine auch gewollt, dass diese Eskalation stattfindet. Und dann erst hat Putin gesagt, jetzt marschiere ich ein. Also das ist eine komplexe Situation von der Ursache her. In der
Ukraine ist das nicht so klar. Es gibt sogar Leute, die sagen, Putin würde da rechtmäßig handeln. Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, weil auch die Eskalation vom Bürgerkrieg zum internationalen bewaffneten Konflikt nicht zulässig ist, in meinen Augen. Zumindest dann nicht, wenn ich das vorher gar nicht angedroht habe. Also Putin mag Gründe haben, insbesondere, dass er dort die russische Bevölkerung schützen will, denn da sagt er nichts anderes, als was 99 die USA gesagt haben. Responsibility to protect auf Neudeutsch, also die Bevölkerung schützen. Das ist aber im Völkerrecht nicht vorgesehen. Es gibt einen Artikel 51, wenn man selber angegriffen wird oder wenn die UNO beschließt. Nur das ist rechtmäßig. Mhm. Und wenn er jetzt sagt, ich mache das aber, weil die Ukraine gesagt hat, sie will hier auch Atomwaffen haben und sie will die Krim erobern, das hat ja alles stattgefunden, diese Aussagen. Das wäre auch ein Kriegsgrund. Aber dort hätte man, das ist wie gesagt meine Meinung, damit das völkerrechtlich zulässig ist, zumindest sagen müssen, wir drohen das an. Es muss also vorher erst angedroht werden. Und dann kann ich sagen, ich glaube, ich bin im Recht. Müsste dann natürlich auch noch geprüft werden, ob er tatsächlich im Recht ist. Vor einem internationalen Gericht, internationalen Strafgerichtshof, könnte sowas zum Beispiel prüfen. Also auf Deutsch, er hat eben nicht gesagt, dass er dort einen Krieg machen wird und damit Zelensky in die Falle laufen lassen. Zelensky hat gemeint, der macht wieder nichts. Ja, es war ja vorher Minsk I und Minsk II, also die vielen Toten, die die Ukraine erzeugt hat, haben ja dann zu Minsk I geführt. Man hat gesagt, lassen wir das mal wieder. Dann hat die Ukraine gemeint, jetzt wo sie mehr Waffen hat, jetzt kann sie gewinnen. Dann sind aber die Leute wieder übergelaufen zu den selbstständigen Republiken, waren ja alles Russen. Also ist klar, dass die sich nicht von der Ukraine erobern lassen. Dann hat man Minsk II gemacht und auch das war ja, wie wir heute von Frau Dr. Merkel und anderen wissen, nur um Waffen zu liefern. Und dann hat Putin gesagt, jetzt machen wir nicht mehr Minsk III, sondern jetzt geht der Krieg los. Also auf Deutsch eine komplexere Situation. Mm-hmm. Ja, jetzt sind wir mitten in der Gegenwart angekommen. Deutschland ist jetzt ja aktuell mit über 23 Milliarden, die sie jetzt in den vergangenen fast zwei Jahren für die Ukraine zur Verfügung gestellt haben, der wichtigste Partner auf europäischer Ebene für die Ukraine. Auch für nächstes Jahr wurden die Hilfen schon verdoppelt, von 4 auf 8 Milliarden. Wie erklären Sie sich denn, dass Deutschland sich jetzt derartig solidarisch an die Seite der Ukraine gestellt hat? Ich würde eher sagen, Deutschland wurde an die Seite der Ukraine gestellt, weil ich nicht glaube, dass Bundeskanzler Scholz dort absolut souverän sagen kann, was er gerne möchte. Der hat sicher noch nicht mal was sagen trauen, als Präsident Biden gesagt hat, wir werden eure Pipeline bzw. die der Russen, die euer Gas liefern, in die Luft sprengen. Da stand er ja daneben und hat gar nichts gesagt. Also ich glaube, er hat nicht die Macht oder zumindest nicht den Mut. Auf Bayerisch sagt man, hat nicht genug Arsch in der Hose zu sagen, wir lassen unsere Pipeline nicht sprengen, die Androhung ist bereits völkerrechtswidrig und in solchen Kriegen liefern wir nicht Waffen, haben wir vorher gesagt. Wir haben gesagt, wir werden weder in Kriegsgebiete noch in Krisengebiete Waffen liefern. Ich glaube, dass ihm da einfach zumindest der Mut fehlt, vielleicht hat er gar nicht die Möglichkeit. Man muss doch nur sehen, wie andere Leute behandelt wurden, die sich eben entsprechend eingesetzt haben für Frieden, für eben nicht Waffen liefern, für Deeskalieren von Konflikten. Mir fällt da zum Beispiel ein Jürgen Möllemann. Der hat sich ja nun auch, was Israel betrifft, vielleicht werden wir da auch noch drüber reden, oder wahrscheinlich, der hat sich auch geäußert. Man muss Israel helfen, indem man eben dort für den Frieden sorgt. Und Friede geht nur, indem man die Spannungen beseitigt. Und deswegen muss man den Palästinensern ihr Recht, was sie genauso haben wie das Existenzrecht Israels, was wir ja auch nicht bestreiten, muss man auch denen sagen, ihr habt auch ein Recht. Und dann muss man eben beides gegeneinander abwägen und vereinbaren. Das hätte Israel geholfen und der hatte Mut. Aber wir wissen ja, was mit Herrn Möllemann passiert ist. Hinterher. Ich glaube nicht, dass das ein Unfall war. Und Herr Schröder kann natürlich rückvorher zum Beispiel sagen, Herr Schröder war das ja, der damals in charge war, solche Abenteuer mit Krieg und Gewalt sind mit uns nicht zu machen. Ja, was war denn bei dem damals der Fall? Dann wurde er in die USA gebeten im Sinne von befohlen. Dann gab es dort den Meinungsaustausch. Und mit der ausgetauschten Meinung kam er wieder, uneingeschränkte Solidarität mit den USA. Also ich glaube, bei Herrn Scholz wäre das nicht anders gewesen. Wenn der signalisiert hätte, wir machen da nicht mit, hätte er ein entsprechendes Gespräch in den USA gekriegt.
Leider sehe ich das so, wie das ein französischer Außenminister, ein früherer Finanzminister in Frankreich gesagt hat. Wir in Europa sind ja nur noch die Vasallen der USA. Und es gibt ja auch in Deutschland einen Politiker, Herr Verheugen war das, glaube ich, der gesagt hat, wir sind nur noch die Vasallen. Und das ist leider Tatsache. Deswegen ist auch die Lösung dieses Konflikts meiner Meinung nach nicht durch Deutschland zu schaffen. Wir können machen, was wir wollen. Der Konflikt wird in den USA gelöst. Und der Konflikt in Israel ähnlich. Wenn die USA und Israel nicht wollen, geht der Krieg weiter. Die müssten sagen, jetzt wollen wir ein Verhandlungsergebnis, was beiden Seiten nützt. Jetzt sind Sie ja Insider der Bundeswehr. Sie waren über 20 Jahre dort beschäftigt. Wenn Sie jetzt, ich weiß nicht, inwiefern Sie noch in Kontakt stehen oder Sie stehen, davon gehe ich aus, noch in Kontakt mit Offizieren und vielleicht auch Generälen der Bundeswehr. Was sagen die Ihnen denn in den Gesprächen? Glauben die tatsächlich, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann oder sagen die dann in Vier-Augen-Gesprächen, dass das tatsächlich eher ein politisches als ein militärisches Ziel sein kann? Also ich muss dazu sagen, ich bin ja nicht mehr Vorgesetzter in der Bundeswehr. Ich kann also jetzt meine Untergebenen nicht mehr fragen, was da los ist. Und die Kontakte, die ich in die Bundeswehr habe, die sind jetzt nicht so umfangreich, dass ich sage, ich kann die Bundeswehr bewerten. Deswegen ist vielleicht besser, wenn ich für die Frage Leute zitiere, die bessere Kontakte haben. Da ist zum Beispiel der Harald Kujat, der ist ja auch bekannt, Vier-Sterne-General, war sogar Vorsitzender vom Military Committee und der hat Ahnung. Oder zum Beispiel Mark Miley, das ist immerhin bis vor kurzem der höchste US-General gewesen. Und die kennen sich aus in ihrem Laden und auch mit den ukrainischen Soldaten und was da ist. Und die sagen beide übereinstimmend, wie auch die, die ich indirekt in der Bundeswehr kenne, die sagen auch das Gleiche. Nämlich die Ukraine kann unmöglich die Krim erobern. Also das hat auch mal Mark Miley gesagt, das ist sehr unwahrscheinlich. Harald Kugel hat gesagt, das geht gar nicht. Und umgekehrt hat Mark Miley, also der höchste US-General, gesagt, die Wahrscheinlichkeit umgekehrt, dass Putin die ganze Ukraine nimmt, die ist 0%. Also auf Deutsch gesagt, wenn keiner mehr was gewinnen kann militärisch, dann wäre das der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen und dem schließe ich mich an. Das heißt, Sie sind auf der Seite derjenigen, die sagen, wir müssen möglichst schnell verhandeln. Aber lassen Sie uns noch mal über die Bundeswehr zu sprechen kommen. In den Medien wird ja immer gesagt, zumindest in den westlichen Leitmedien, wenn wir uns jetzt nicht gegen Putin zu Wehr setzen, dann steht er morgen hier auch bei uns in Berlin oder heute bei uns in Bonn vor der Tür. Wenn das tatsächlich so eintreffen sollte, wäre Deutschland denn gewappnet auf einen russischen Überfall hier? Also da muss ich jetzt zwei Sachen dazu sagen. Das erste ist, das ist reine Propaganda. Denn nicht nur, wie Mark Miley gesagt hat, die Russen können noch nicht mal die Ukraine erobern. Wie wollen sie denn dann bitte schön Polen, das Baltikum oder noch weiter bis Deutschland vorrücken? Wie soll das denn gehen? Also das ist völliger Stuss, das ist reine Propaganda. Putin bedroht uns. Putin so im Sinne von Stalin. Ich verstehe das ja von den baltischen Republiken. Ich verstehe das von Finnland wegen Karelien. Ich verstehe das von Polen wegen Katyn. Die haben ja mit Russen noch ziemlich offene Rechnungen, sage ich mal. Aber das war Stalin und Putin ist nicht Stalin. Da ist der Knackpunkt. Unsere Medien wahrscheinlich auch anders sehen. Natürlich, ja. Natürlich versuchen die Hetze zu machen. Putin will jetzt Deutschland erobern. Aber es ist, wie gesagt, abstrus. Er wird es nicht wollen. Man sieht auch daran, er hat ja in der Ukraine Frieden angeboten. Oder konkret gesagt, Selenskyj hat gesagt, ich schlage mal vor, dass du aus allen Gebieten rausgehst. Und da hat Putin gesagt, ja okay, dann gehe ich aus allen Gebieten raus, ihr müsst nur die NATO nicht ausdehnen. Das heißt, was dort von den Briten verhindert wurde, von Boris Johnson, am 9. April war das ja 22 schon, also kurz nach Kriegsbeginn. Das, was dort verhindert wurde, das spricht doch Bände, dass man mit Putin sehr wohl verhandeln kann. Und verhandelt hatte, das heißt also diese ganzen Lügen, mit Putin kann man nicht verhandeln, der will nur erobern, das ist Quatsch. Aber jetzt zur anderen Hälfte der Frage, wie ist das, wenn Putin oder von mir aus China oder wer auch immer oder die Österreicher oder wer auch immer uns angreifen würde? Da kann man einfach darauf antworten, nämlich weder die Russen noch die Amerikaner sind schwach genug, dass wir auch nur den Hauch einer Chance hätten, uns zu verteidigen.
Das sind beides Atommächte. Gegen Atommächte kann ich mit ein paar Leoparden, die wir gar nicht mehr haben, auch nicht viel ausrichten. Also wenn Putin wollen würde, dass er uns einäschert, könnte er das mit seinen Atomwaffen machen. Und er könnte auch ganz klein anfangen. Also der könnte mit einzelnen Motschützen oder Panzern oder was auch immer anfangen, wenn er denn würde. Wie gesagt, er will das sicher nicht. Dann hätten wir ein Riesenproblem. Warum hätten wir ein Problem? Das hat doch schon der Inspekteur des Heeres damals gesagt. Wir sind nahezu blank, hat er gesagt. Was hat sich seither geändert? Haben wir mehr Soldaten? Nein, die Bundeswehr leidet massiv unter Personalmangel. Und die Bundeswehr ist auch nicht gut ausgerüstet. Sonst müsste man nicht sagen, wir stecken noch mal 100 Milliarden rein. Man hat ja das Märchen gebraucht, die Bundeswehr sei totgespart worden. Die Bundeswehr hatte zu meiner Zeit viel weniger Mittel und war einsatzbereit, voll einsatzbereit, eine gute Armee. Wir reden da von 30 Milliarden ungefähr Euro, die es da gab. Dann hat man das aufgestockt von 30 auf 50 Milliarden. Das nennen wir Totsparen. So, und dieses Totsparen jetzt mit nochmal 100 Milliarden oder nehmen wir mal jährlich 85 Milliarden ist ja so die Zielgröße. Das würde gar nichts helfen, wenn das Geld genauso verschwendet wird wie bisher. Man könnte mit viel weniger Geld viel mehr erreichen, als wir mit dem vielen Geld, mit den 60 Milliarden, die wir da jetzt auch noch, oder auch mit den 85 Milliarden, also egal wie hoch man das ansetzt, selbst wenn man 100 Milliarden jetzt auf einen Schlag reinstopfen würde, das würde alles verrauchen, weil wir das gleiche Problem hätten wie die Ukraine. Uns fehlen die überzeugten, guten Soldaten. Und überzeugte Soldaten bekommt man nicht mit Geld. Überzeugte Soldaten, siehe Ukraine, also Ostgebiete, Donetsk, Lugansk, die Leute haben ja gegen die ukrainische Armee gewonnen. Die Artillerie der Ukraine war haushoch überlegen, trotzdem haben die Leute gewonnen. Nehmen wir Afghanistan, die Taliban, was haben sie denn gehabt? Haben die eine tolle Flugabwehr gehabt? Haben die irgendwas an tollen Angriffswaffen gehabt? So ein einzelner Afghane, mit einer Haftmine, hat kaum Kampfkraft gegen Kampfpanzer von den Russen. Und trotzdem haben die Afghanen die Kampfpanzer alle ausgeschaltet, weil die Leute motiviert waren. Da reicht eine Haftmine und dann kann ich den Panzer im toten Winkel, kann ich mich annähern erstmal, klebe dem das Ding drunter und gehe wieder. Dann waren die ganzen Panzer in dem Tal erledigt. Dann mussten die Russen abziehen. Und genauso wird es in jedem Krieg sein, wenn die Bundeswehr kämpft. Wenn die Bundeswehr keine motivierten Soldaten hat, und die kann man nicht kaufen, Motivation kann man nicht kaufen, dann kann sie unmöglich gegen einen so großen Gegner wie Russland gewinnen. Das ist völlig kokolores. Und wie gesagt, auch gegen Amerika haben wir keine Chance. Alle diejenigen, die sagen, wir müssen jetzt hier 100 Milliarden in die Bundeswehr stecken, die sollten mir mal erklären, was sie damit machen wollen. Gegen welchen Gegner denn? Gegen die Amerikaner? Gegen die Russen? Nee. Das hat gegen die Russen, das wäre klar. Das ist der proklamierte Gegner. Ja, ja, aber wir hätten keine Chance, nicht die geringste. Und auch im Rahmen, wenn man jetzt sagt, es ist ja nicht Deutschland alleine, auch die NATO insgesamt hätte gegen die russische gesamte Streitmacht keine Chance wegen der Atomwaffen. Das würde sehr schnell eskalieren. Man wäre in der Lage, dort ordentlich zu kämpfen und viele Tote zu erzeugen, das schon. Aber wenn man sagt kriegstauglich, dann meint man ja den Krieg gewinnen. Man meint ja nicht nur, dass man einen Krieg führt und dabei massiv stirbt. Man meint mit kriegstüchtig oder kriegstauglich ja, dass man den Krieg gewinnt. So, jetzt frage ich mich, wie will man einen Krieg gewinnen, wenn man genau weiß, dass ein solcher Krieg ganz schnell eskalieren würde und die überlegenen Atomwaffen mit den Hyperschallraketen hat Russland. Also da wissen auch die Amerikaner, dass da kein Blumentopf zu holen ist. Deswegen schenken die denen das ja nicht, sondern leihen das Material. Deswegen haben die auch gesagt, als die Moskwa versenkt wurde, ja, wir haben da schon die Bilder geliefert, aber wir wussten ja nicht, dass die Ukrainer die versenken. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Im Krieg wird natürlich geschossen. Und natürlich wissen die, wenn wir Bilder liefern, dann kann man das verwenden, um die zu versenken. Aber das sollte diplomatisch heißen, wir wollen keinen Krieg mit Russland. Das soll auf Europa oder besser noch auf die Ukraine begrenzt bleiben. Das ist das in meinen Augen auch gar nicht abstruse, sondern sehr, sehr richtige Ziel. Wenn man schon Krieg führt, dann bitte schön möglichst begrenzen. Noch besser wäre natürlich, den Krieg gar nicht führen, sondern einsehen, dass man ihn nicht gewinnen kann und sofort einen Waffenstillstand machen. Das wäre Vernunft. Findet nicht statt. Also klare Antwort, wir können nicht gewinnen, auch nicht gegen die Russen. Jetzt haben Sie gerade das Stichwort schon genannt, nämlich kriegstüchtig. Wir müssen wieder kriegstüchtig werden. Ich zitiere unseren Verteidigungsminister Boris Pistorius, der das jetzt kürzlich gesagt hat.
Geben Sie ihm da im Grunde genommen recht, dass wir uns wieder darauf einstellen müssen, Krieg zu führen? Also das muss man eben, so wie Sie es jetzt zum Schluss gesagt haben, genau definieren. Zu meiner Zeit, 1976, haben wir auch von Kriegstauglichkeit geredet. Es war eine Ausbildung immer kriegsnah. Es war nie so, dass wir sagen, wir sind eine Friedensarmee in dem Sinn, dass wir vom Krieg nichts wissen wollen. Mhm. Wie will einer denn auch abschrecken, wenn er nicht auf den Krieg sich vorbereitet hat? Da gibt es den schönen Spruch, wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. So, das gilt aber nur für die Abschreckung und auch nur für das Militärische. Diplomatisch ist es genau umgekehrt. Wer Frieden will, muss sich auf den Frieden vorbereiten. Und diese Behauptung, wir sollten jetzt kriegstüchtig werden, ist an sich also ja selbstredend. Was soll denn sonst eine Armee außer für den Krieg? Ich meine, sonst könnte ich die Heilsarmee schicken. Mhm. Aber, und das ist das, was ich aus Ihren letzten Worten herausgehört habe, es geht ja nicht um Krieg im Sinne von Verteidigungskrieg. Es geht ja um die Kriege, wie wir die letzten Kriege hatten. Also Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen und was immer. Und das sind Angriffskriege gewesen. Und wenn einer sagt, in der jetzigen Lage sagt, wir wollen kriegstüchtig werden, höre ich daraus, aha, wir müssen also jetzt gegen die Chinesen oder gegen wen auch immer uns positionieren, auch angriffsmäßig. Und das ist natürlich in meinen Augen völliger Schwachsinn. Er hätte also, damit ich ihm recht gebe, sagen müssen, kriegstüchtig, aber bitteschön nur im Sinne von Landesverteidigung und Verteidigung in einem Bündnis, was nicht selber kriminell ist. Die NATO ist ja kriminell geworden, 99. Also in meinen Augen eine kriminelle Organisation, das darf man in den Mainstream-Medien nicht sagen. Da wird das Interview sofort gekappt, wenn ich sage, es ist eine kriminelle Vereinigung. Aber was heißt denn das O in NATO? Das heißt Organisation. Und ist jetzt ein Angriffskrieg nicht kriminell oder was? Es ist also eine kriminelle Vereinigung. Und die, die das damals mir gegenüber befohlen haben, ich soll mitmachen im Krieg 2003, sind dieselben Menschen, das sind Verbrecher. Ich nenne die nicht Generäle. Ich nenne die, die wussten, wissen vielleicht nicht alle, ne? Andere haben vielleicht geglaubt, wir sind da tatsächlich unbeteiligt, weiß ich nicht. Aber die, die wussten, dass das ein illegaler Krieg ist und dass wir da mitmachen, das sind für mich Verbrecher, da gibt es überhaupt kein Vertun. Und das hätte Herr Pistorius klarstellen müssen, dass er sagt, kriegstauglich wollen wir aber nur in Verbindung damit, dass wir diese ganzen sogenannten Auslandseinsätze bleiben lassen, also die Angriffskriege nicht mehr haben wollen. Wenn er das sagen würde, würde er auch wieder Soldaten gewinnen. Der würde wieder Leute gewinnen können, die für ihn kämpfen, wenn er sagt, ich will aber nur verteidigen. Wer will denn Mitglied einer kriminellen Vereinigung sein? Ich nicht. Hm. Jetzt haben wir ja, wenn wir den Blick etwas weiten in den Nahen Osten, rüber nach Israel-Palästina blicken, ein neues Pulverfass. Einen erneuten möglichen dritten Weltkrieg, der uns dort droht. Und im Zuge dessen wird jetzt von der ukrainischen politischen Elite, Führungselite, immer wieder beklagt, dass sie jetzt vernachlässigt werden. Auch die Hilfspakete der USA sind schon wesentlich kleiner geworden, wenn wir uns den Umfang etwas genauer anschauen. Nur in Deutschland hat man jetzt das Etat für nächstes Jahr, ich habe es vorhin schon betont, verdoppelt von 4 auf 8 Milliarden. Wie sehen Sie das denn? Glauben Sie, dass jetzt im Zuge der Umbrüche im Nahen Osten und der Tatsache, dass die Frühjahrs- bzw. Sommeroffensive, die es am Ende ja geworden ist, gescheitert ist, das wird ja mittlerweile auch ganz offen so gesagt. Glauben Sie, dass da die Ukraine möglicherweise dann jetzt im Laufe des nächsten Jahres diesen Krieg verlieren wird bzw. zum Verhandeln gezwungen wird? Naja, das mit dem Verlieren und Gewinnen ist so eine Sache. Ich glaube, dass keiner den Krieg gewinnen kann, in dem Sinn, dass er alle seine Ziele erreicht. Die Ukraine wird sicherlich nicht, das hatte ich ja vorher schon gesagt, die Krim zurückerobern können. Das ist absolut unrealistisch und sie wird das Ziel aufgeben müssen, damit sie gewinnen kann. Sie wird ihre Ziele ändern müssen, damit sie gewinnen kann. Sie kann im Grunde nur noch den Frieden gewinnen, indem sie jetzt eine schlechtere Position akzeptiert. Sie hat ja die Chance gehabt, alle Gebiete zu behalten. Nicht nur, weil ich gesagt habe, vorher Putin hat ja schon gesagt, ich gehe raus aus allen Gebieten. Das ist ja nicht das Einzige. Putin hat ja danach, er hat ja, nachdem die Ukraine Minsk I und Minsk II zugestimmt hat, immer gesagt, diese Gebiete, die will ich nicht haben, die sollen bei der Ukraine bleiben. Die Gebiete wollten ja bereits früher zu Russland.
Und da hat er immer gesagt, nein, ich will, dass die Ukraine integer bleibt. Das soll alles geschlossen bei der Ukraine bleiben. Es geht nur darum, dass die Menschen ihre Sprache und Kultur behalten dürfen. Und das wird jetzt nicht mehr der Fall sein. Also wenn jetzt die Ukraine sagt, wir verhandeln jetzt ernsthaft, dann wird sie diese gute Ausgangsposition nicht mehr haben. Denn ich habe jetzt zwar nicht mit Putin gesprochen, aber ich bin da ziemlich sicher, dass er sagen wird, nö, also jetzt können wir die Gebiete nicht mehr der Ukraine geben. Wir wissen ja, was passiert. Die werden ja wieder ihre Sprache und Kultur beraubt. Die Ukrainer haben das ja ganz deutlich angesagt, was passieren würde, wenn sie auf der Krim Boden gewinnen würden, den sie aber nicht gewinnen werden. Also es würde wieder irreal, es würde nur zu dem führen, was wir hatten. Es wäre wieder ein Bürgerkrieg, wenn die Russen sich da rausziehen würden. Denn diese Leute wollen nicht befreit werden von der Ukraine. Das sind Russen, ethnische, und die sprechen Russisch und die haben ihre russische Kultur. Und die Ukrainer sagen, Russen sind Kakerlaken, da muss man sich mal deren Äußerungen anschauen. Und wir wollen diese Gebiete erobern, aber die Bevölkerung nicht haben. Die müssen dann halt deportiert werden oder was auch immer, die sich die Ukrainer vorstellen. Die Russen wollen sicherlich nicht befreit werden von den Ukrainern. Und das heißt, dass wenn jetzt ein Waffenstillstand erfolgen sollte, wie gesagt, nach meiner persönlichen Bewertung, Putin sagen wird so, und jetzt müssen diese Gebiete aber unter UNO-Aufsicht. Er wird nicht mehr sagen, die sollen zur Ukraine. Er wird sagen, die müssen unter UNO-Aufsicht, und die UNO muss dafür sorgen, dass dort nicht mehr gemesselt wird, dass dort Friede eintritt. Und damit hat die Ukraine einen schlechteren Stand, als sie hatte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Ukraine das will. Aber es gibt in meinen Augen keine andere Möglichkeit, als zu verhandeln. Irgendwann muss verhandelt werden, als ein Waffenstillstand. Obwohl das ja per Dekret verboten ist? Ja, ich weiß, mit Putin kann man nicht verhandeln. Mit Putin kann man nicht verhandeln. Die Verhandlungen verboten hat. Ja. Zelensky, ich habe jetzt gerade im Zuge der Vorbereitung dieses Interviews noch ein Interview von ihm gelesen, in dem er gesagt hat, wir werden bis zuletzt kämpfen. Der Krieg muss auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Also er steht da als einer, der bis zuletzt scheinbar davon überzeugt ist, dass dieser Krieg nur militärisch gewonnen kann. Jein. Also Zelensky sagt ja nur, was er sagen soll. Und Boris Johnson hat ihm ja gesagt, du musst weiter kämpfen. Zelensky wollte ja den Frieden haben. Er wollte ja im April oder Ende März sogar 22 schon den Frieden haben. Und Putin war, wie gesagt, einverstanden. Man sagt aber Zelensky, du darfst noch nicht. Und deswegen glaube ich, dass Zelensky seine Meinung auch ändern wird, wenn er das Go kriegt aus den USA. Und dort sehen wir bereits Veränderungen. Die RAND Corporation war am Anfang ja Feuer und Flamme für Waffenlieferungen. Und die RAND Corporation ist ein Think Tank, der hauptsächlich von den USA, also von der US-Regierung bezahlt wird. Wenn selbst die sagen, dass das keinen Sinn mehr macht mit den Waffenlieferungen, weil das Zeitfenster, da hatten die ja früher genannt, weil das Zeitfenster jetzt geschlossen ist, jetzt machen Waffenlieferungen keinen Sinn mehr. Wenn bei uns in Bayern selbst die CSU, der Dr. Meyer, sagt, allerdings nachdem er genötigt wurde, das zuzugeben, es hat keinen Sinn, dass wir weiter Waffen liefern, dann wird sich das vielleicht von der CSU auf die CDU und auf die Ampel weiter verbreiten, diese Wahrheit. Und vor allen Dingen, ich habe ja vorher gesagt, Deutschland hat keine Chance, das irgendwie zu richten. Es wird sich vor allem in den USA vielleicht herumsprechen. Und dort sind wir wesentlich weiter. Dort sind die Medien auch wesentlich neutraler und lassen auch Kritik zu. Wie gesagt, die RAND Corporation ist bereits gekippt. Und Leute wie Mearsheimer zum Beispiel, der Professor in Chicago, die sagen ja auch alle, die reden ja alle Klartext. So, und wenn man jetzt dafür sorgt, dass ein Herr Biden, der offenbar diesen Klartext nicht versteht oder nicht verstehen darf, da steckt ja die Rüstungslobby dahinter, denen ist das ja recht, dass Waffen geliefert werden. Und vor allen Dingen Waffen auch von Deutschland geliefert werden, weil das ist, geht ja dann nicht auf das Konto der USA. Und nachdem nur Ukrainer sterben, da muss man nur George Friedman sich anschauen, der das auch deutlich gesagt hat, dass es schön ist, wenn nur Ukrainer sterben. Oder gibt auch andere, zum Beispiel einen US-General, ich glaube Jack Keane hieß der, der gesagt hat, nun haben wir 66 Milliarden investiert, nicht nur die 5 von Frau Nuland. Und diese 66 Milliarden sind toll angelegt, weil nur Ukrainer sterben. Auf Deutsch, die wollen das noch oder wollten bisher, es gibt gerade in den USA. Es stimmt zwar nicht, dass nur Ukrainer sterben, es sterben auch Russen, sind auch Menschen, es sterben sogar Afrikaner, es sterben viele auf der Welt an diesem dummen Krieg. Aber solange die USA diesen Krieg wollen, wird er nicht enden. Das hat mit Zelensky nichts zu tun. Und umgekehrt, wenn ich noch sagen darf, sobald die USA sagen, und jetzt hat es keinen Sinn mehr, also auch die US-Regierung sagt,
Und nun müsst ihr verhandeln, schon deswegen, weil wir unser Geld nach Israel jetzt geben müssen. Dann wird auch Herr Selenskyj sagen, naja, das war ja zu der Zeit, wo wir noch gemeint haben, wir können Blumentopf gewinnen und jetzt sehen wir, das geht nicht, jetzt müssen wir umdenken. Das heißt, die Frage über Frieden oder Krieg wird in Washington entschieden und nicht in Kiew oder in Berlin. Oder wenn Washington meint, sie müssen das nicht richtig entscheiden, dann wird es eben in Moskau entschieden. Dann werden die Ukrainer irgendwann keine Soldaten mehr haben. Ist auch eine Entscheidung. Eine komplette Niederlage der Ukraine. Dann müssten womöglich NATO-Soldaten rein. Na gut, aber das wird man nicht machen. Dann wird man die... Nein. Ja. Das wäre so, der Atomkrieg. Das wäre die rote Linie, nein, das, der Atomkrieg. Ja, ja, das wird man nicht wollen. Mhm. Also die Amerikaner haben bisher gesagt, nein. Und auch die Bundesregierung hat gesagt, wir liefern noch nicht mal Taurus. Also da ist man vernünftig genug, um zu sagen, wir wollen jetzt nicht den Atomkrieg riskieren. Gut, wir haben ja in den letzten Jahren auch gesehen, wie schnell diese Versprechen sich verschieben können. Ja. Von daher, aber lassen Sie uns, Herr Pfaff, vielleicht jetzt noch einen Blick rüberwerfen zum Abschluss unseres Gesprächs in den Nahen Osten. Denn dort ist ja ein weiterer fürchterlicher, brutaler Krieg ausgebrochen, der den Horror des Ukraine-Krieges noch bei Weitem übertrifft. Schon allein, wenn man sich die Opferzahlen zumindest auf palästinensischer Seite ansieht. Und da sieht das jetzt laut offiziellen Zahlen des Gesundheitsministeriums aus Gaza, da muss man immer vorsichtig sein, habe ich jetzt gelernt. Das sind ja die Zahlen, die von der Hamas kommen und die seien nicht verifiziert, aber es sind aktuell rund 13.000 Tote nach nicht mal 2 Monaten Krieg. Zum Vergleich, Ukraine-Krieg jetzt knapp 2 Jahre, haben wir laut offiziellen Zahlen der UN 9.000 zivile Opfer zu beklagen. Also ein wirklich viel schlimmerer Krieg, was die schon allein die zivilen Opfer angeht und darunter auch noch knapp 5.000 Kinder. Also es ist in Worten kaum zu beschreiben, was da unten für ein Leid gerade geschieht. Wie blicken Sie denn jetzt so aus geopolitischer Sicht auf diesen Krieg? Was sind da Ihre Gedanken dazu, Herr Pfaff? Gut, also da müssen wir damit anfangen, mit den sogenannten Opferzahlen. Das ist ja, in unseren Medien wird das ja so getan, so hingestellt, als sei das unglaubwürdig. Man muss wissen, dass die Israelis tatsächlich nur Opferzahlen liefern, die Palästinenser nicht. Die liefern Namen. Die haben in ihren Listen die Namen drauf. Das heißt, das kann man nachprüfen. Das sind nicht nur Zahlen, das scheint zu stimmen. Und bei den früheren Kriegen war ja genug los in Palästina, hat sich immer hinterher herausgestellt, also die UNO hat das hinterher bestätigt, dass die palästinensischen Angaben korrekt waren. Mhm. Das liegt eben daran, dass sie eben nicht nur irgendwelche Propagandazahlen verbreiten, sondern dass sie sagen, hier habt ihr unsere Listen mit den Namen. Das ist also mehr oder weniger Fakt, würde ich mal sagen. Sehr, sehr glaubhaft, diese Zahlen. Und allein die Kinder sind ja viel mehr, doppelt so oder noch mehr als insgesamt Menschen gestorben sind am 7. Oktober durch den Angriff der Hamas. Also es ist tatsächlich schrecklich, was da passiert. Aber absichtlich zu passieren scheint, weil ja auch der Verteidigungsminister gesagt hat, wir liefern ja oder wir setzen nicht nur Präzisionswaffen ein, sondern wir wollen, dass das ganze Gebiet zerstört wird. Ja, wenn ich das Gebiet zerstöre, da leben halt Menschen drauf. Das ist das Problem. Wir hören in den Medien immer, die Infrastruktur wird zerstört. Ja gut, wenn dort keine Menschen wären, hätte ich nichts dagegen, dass man die Infrastruktur der Hamas zerstört. Ich habe aber was dagegen, dass man die unschuldigen Kinder mittrifft, die in diesem Gebiet leben. Und wie wir jetzt erfahren haben, haben ja die Israelis auch gesagt, bitte geht in den Süden, bitte ist gut, ne? Geht mal schnell in den Süden, denn wir wollen den Norden platt machen und einäschern. Und dann werden die auch im Süden beschossen. Da gibt es ja genug Berichte, dass fast schon oder sogar mittlerweile über 100 UNO-Mitarbeiter auch ums Leben gekommen sind. Das gab es noch nie. Also es ist tatsächlich ein schlimmerer Krieg. Es ist allein im letzten Monat sind mehr Zivilisten gestorben als in dem gesamten Ukraine-Krieg bisher. Das ist natürlich schlimmer. Und warum ist es schlimmer? Weil die Israelis eben nicht anders können. Sie hätten gar nicht so viele Präzisionswaffen, um nur die Hamas zu treffen. Außerdem wissen sie nicht, wo sich die Hamas befindet. Auf Deutsch, das Problem für Israel ist unlösbar, ohne dass es das Völkerrecht bricht. Sie können die Hamas nicht zerstören, ohne auch die unschuldigen Menschen damit zu zerstören. Das ist das Problem, was sie haben. Und da gibt es eben 2 Varianten. Die einen sagen, wie die Russen das gemacht haben in Mariupol, dort halten die Ukrainer diese Zivilisten als menschliche Schutzschilde, also schießen wir nicht. Die Israelis sagen, wir halten die als Schutzschilde, also schießen wir auf die Schutzschilde. Das ist ein Unterschied. Ne? Und
In unseren Medien wird das nicht so deutlich gesagt, weil es natürlich kein gutes Licht auf Israel wirft, dass sie selbst nach dem Beschluss des Weltsicherheitsrats, dass sofort eine Waffenruhe stattzufinden hat, gesagt haben, nö, wir machen jetzt weiter, bis wir alle Geiseln befreit haben. Das hat man inzwischen ja gekippt. Seit heute gibt es den Austausch, zumindest den Waffenstillstand. Ich weiß nicht, ob schon Geiseln jetzt zu dieser Minute ausgetauscht wurden, aber sie sollen bereits ausgetauscht worden sein. Sagt man zumindest, wird wohl stimmen. Aber wie gesagt, davor war das einfach eine andere Denke von Israel. Wir können das Völkerrecht nicht achten. Wir müssen. Und unsere Medien bringen solche Dinge ja nicht gerne, die Israel schaden. Gegenteil, manche Medien unterschreiben ja, also die Journalisten müssen unterschreiben, dass sie gegen Israel und gegen die Amerikaner nichts Böses schreiben oder veröffentlichen dürfen. Aber die Medien haben ja schon immer gelogen in den Kriegen oder verschwiegen. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews. Nehmen wir bei den Medien nur das Beispiel Butscha, wo die Medien ganz klar gesagt haben, zumindest im deutschen Fernsehen gesagt haben, ja, die bösen, bösen Russen, die waren das und die lügen auch noch und sagen, sie waren es nicht, das sei alles nur erfunden. Es gibt genug Belege, dass in Butscha es die Ukrainer waren, die dieses Massaker begangen haben. Es gibt das Video vom Bürgermeister, es gibt das Video der Polizei am 2.4. Es gibt sogar die Fotos von den Leichen, wo diese Care-Pakete schön oben immer auf den Rücken drauf drapiert sind, wo die Leichen auf dem Bauch liegen. Also jeder kann sagen, klarer Fall, die Russen waren nicht mehr da und die Eingerückten, wie auch in der New York Times veröffentlicht wurde, also sprich Azov, das weiß man ja, wer das ist und was das für Leute sind, die haben dann auch noch die Pakete drauf drapiert, damit jeder sieht, wer hier des Todes ist, wenn er mich Hilfe annimmt. In unseren Medien kommt das nicht, das wird nicht berichtigt und wird nicht gesagt, also da seht ihr, was die für Dinge gemacht haben. Und so ist das auch mit Israel. Der öffentliche Druck, der weltweite öffentliche Druck findet nur außerhalb Deutschlands statt. Es findet in Israel statt, es gibt riesige Proteste in Israel, es gibt in den USA Proteste, es gibt erst recht natürlich in der arabischen Welt leider nicht nur Proteste, leider gibt es da auch Gejuble. Ne? Ich halte das, was mit den Israelis passiert ist, für genauso schlimm. Da gibt es überhaupt kein Jota zu relativieren, dass das nicht genauso schlimm ist, wie wenn ein palästinensisches Kind stirbt. Aber die Kritik an den Ursachen und wie man das dann eben nur lösen könnte, nämlich mit einer Zwei-Staaten-Lösung, das darf in unseren Medien eben nur sehr vorsichtig oder besser gar nicht angesprochen werden. Eben nicht mit den schlimmen Bildern auch angesprochen werden. Aber das wäre die Lösung, dass man jetzt sagt, es ist so schlimm und es ist auch durch die Israelis so schlimm gemacht worden. Man hätte sagen können, Auge um Auge, Zahn um Zahn und Schluss ist das Ganze. Also nicht mehr praktisch, nicht immer schlimmere Spiralen aufbauen, wo man noch mehr dann hinterher an Entschädigung leisten müsste, weil Auge um Auge heißt ja nicht, dass man den anderen dann entsprechend schädigt, sondern ist ja Reparation oder Entschädigung gemeint gewesen. Wir haben jetzt viel zu entschädigen, viel zu viel. Man hätte das verhindern können, indem man am Anfang gesagt hätte, lasst uns reden, wie in der Ukraine, lasst uns reden, lasst uns einen Friedensvertrag machen. Erstmal Waffenstillstand, damit nicht weiter gestorben wird und dann einen Friedensvertrag, wo beide Seiten damit leben können. Das wäre es gewesen. Wenn man aber sagt, wir wollen gar nicht leben, wir wollen weiter töten, dann wird weiter getötet. Leider ist das die derzeitige Situation und die halte ich für gefährlicher als den Ukraine-Konflikt. Es hat ja zum Beispiel Jemen schon den Krieg erklärt gegen Israel. Da stecken die Houthis dahinter, die durch den Iran gestützt werden. Aber die Iran ist ja auch nicht mehr alleine. Die haben ja mit den Saudis jetzt auf chinesische Vermittlung hin sogar den Jemen-Krieg beendet. Also es steckt im Grunde die gesamte arabische Welt, auch die Perser, auch die Chinesen und auch die Russen und sogar die Türken sind ja auf der Seite der Palästinenser. Und das könnte natürlich noch viel als schneller... NATO-Mitglied. Als NATO-Mitglied. Als NATO-Mitglied. Noch NATO. Die Türkei hat schon einen Antrag gestellt, bei den BRICS-Staaten Mitglied zu werden. Übrigens Griechenland auch.
Und wenn das so weitergeht mit den Angriffskriegen der USA, wird Deutschland auch irgendwann sagen, wir wollen aus der NATO raus. Weil, wie gesagt, wir dürfen nach dem Grundgesetz ja gar nicht Mitglied einer organisierten Kriminalität oder einer kriminellen Vereinigung sein. Wir dürfen ja auch keine kriminelle Vereinigung unterstützen. Das ist uns ja nach dem Gesetz gar nicht erlaubt. Also müssten wir theoretisch schon lange, seit 1999, aus der NATO raus. Hm. Zumindest aus dem militärischen Teil. Hm. Dass wir sagen, der wird nicht mehr unterstützt, bis die sich wieder zum Frieden bekennen. Das findet aber nicht statt, weil solche Interviews ein bisschen selten sind. Mit diesen Worten, Herr Pfaff, ich möchte noch eine letzte Anmerkung. Der aufmerksame Zuschauer hat es vielleicht schon gesehen, dass zu Ihrer Linken ein Buch versteckt ist. Und das da, mit dem schönen oder auf, naja, so ganz so schön ist der Titel nicht, aber er heißt zumindest Totschlag im Amt, wie der Friede verraten wurde. Verfasser sind Sie. Sie haben ja jetzt gerade gesagt, es ausverkauft gibt. Keine Exemplare. Keine mehr kaufen, das kriegt man höchstens noch antiquarisch. Das habe ich nur hergelegt für den Fall, dass wir nochmal drauf kommen, wie die Bundeswehr denn mit Leuten umgeht wie mir. Sie hat ja nicht nur damals mir gesagt, ich sollte Gesetze brechen. Sie hat ja nicht nur in ihren passwortgeschützten Bereich eingestellt, dass sie das Urteil nicht achten wird. Als ich das veröffentlicht habe, und das war in dem Buch im Jahr 2008, habe ich ja Angst gehabt, dass man sagt, du bist ein ganz Böser, du verbreitest hier Unwahrheiten oder du bist beleidigend oder sonst was. Also habe ich gesagt, bitte das Buch prüfen, ob da irgendwas Falsches drinsteht. Dann kam die Antwort, natürlich nicht sofort, nach einer Weile. Das Buch ist wunderbar in Ordnung, das ist freie Meinungsäußerung. Wir sind eine Demokratie, das können Sie veröffentlichen. Dann habe ich meinem Verleger gesagt, auch Soldat gewesen, der Verleger, jetzt können wir das Buch in Druck gehen lassen. Dann habe ich das Buch veröffentlicht und dann hat die Bundeswehr gesagt, und jetzt kriegen Sie für das Buch eine Beförderungssperre. Dann habe ich gesagt, wieso denn das? Das ist doch freie Meinungsäußerung. Mm, mm. Ja, aber Sie haben diese freie Meinungsäußerung in Anspruch genommen. Ja. Das heißt also, man kriegt in der Demokratie, wie wir sie jetzt haben, in der real existierenden Demokratie, eine Beförderungssperre für freie Meinungsäußerung oder wenn Sie Dirigent in München sind, dann wird Ihr Job gekündigt, weil der gesagt hat, ich äußere mich nicht zum Ukraine-Krieg. Da hat der Oberbürgermeister gesagt, doch, Sie müssen sich äußern. Dann hat er gesagt, ich bin Musiker, ich äußere mich zur Musik, mache ich auch gerne, aber ich habe nichts mit Politik am Hut. Und dann wurde er entlassen, weil er sich nicht geäußert hat. Also für das Inanspruchnehmen des Rechts, sich nicht äußern zu müssen, wird man auch entlassen. Und da sage ich, da ist doch irgendwas faul in unserer Demokratie. Die müssen wir wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und dafür ganz herzlichen Dank, dass Sie das tun, dass Sie solche Dinge ansprechen. Und dass Sie da jetzt auch gesagt haben, das wollen wir auch nochmal ansprechen, was da gewesen ist mit dem Buch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Sie, Herr Pfaff. Hier geht es jetzt nämlich gleich noch weiter. Hier ist noch eine schöne Abendveranstaltung geplant. Wir befinden uns hier in Bonn zum Thema Nürnberger Prozesse. Da wird zunächst ein Film gezeigt und dann ist eine Podiumsdiskussion geplant, wo wir beide dann auch auf der Bühne zu sehen sein werden. Herr Pfaff, haben Sie vielen Dank für dieses wirklich sehr spannende Gespräch und ich auch für Ihren Mut. Und vielen Dank an alle Ihre Zuschauer, dass Sie das weitererzählen, denn das ist ja der Effekt, wo das Ganze kippt. Wenn einer alleine sich mit einem anderen unterhält, sind es zwei. Wenn einer noch zuschaut, sind es drei. Wenn aber alle Zuschauer jetzt sagen, ich kenne einen, dem gebe ich das weiter, dann haben wir das verdoppelt. Und mit diesem Plädoyer gebe ich über an euch, nämlich liebe Zuschauer, an die Schwarmintelligenz da draußen. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, ihr habt es gerade schon von Herrn Pfaff gehört, teilt es gerne über diese ganzen sozialen Kanäle da draußen, die da so existieren. Und jetzt auch an euch vielen Dank, dass ihr hier heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch mindestens genauso gut gefallen wie mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt wohl auf und bis zum nächsten Gespräch hier auf meinem Kanal. Ciao.